Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und heute geht es darum, dass du eine Methode von mir kennenlernst, die du selber an dir ausprobieren kannst, um dich selbst zu coachen, um emotionale Trigger zu lösen. Zuerst will ich aber mal klären, was ist überhaupt ein emotionaler Trigger? Das Wort Trigger hast du ja bestimmt schon mal gehört. Es ist wie so ein Knopf, der gedrückt wird und dann passiert ein Automatismus in dir. Und wenn ein Automatismus in dir passiert, so ähnlich wie beim Kaktusmodell, unangenehme Emotion kommt und du reagierst im Angriff, dann kannst du ja nicht mehr der Situation entsprechend angemessen handeln und hinterher ärgerst du dich vielleicht und du trägst es mit dir rum. Folgendes Beispiel. Hast du schon mal jemandem Geld geliehen? Und wurde dir das schon mal zurückbezahlt? Und hast du schon mal jemandem Geld geliehen und es wurde dir nicht zurückbezahlt? Okay, gut, du hast also beide Erfahrungen gemacht. Sehr gut. Folgende Situation. Wir stellen uns vor, du hast in der Vergangenheit mal jemandem Geld geliehen, einem guten Freund oder einem Geschäftspartner, und da hat er das eben nicht zurückgezahlt. Und mit diesem Nicht-Zurückzahlen geht ja Vertrauensbruch einher, vielleicht Ärger, vielleicht Enttäuschung, verschiedene Emotionen. Je nachdem warst du vielleicht auch in einer Phase eines Lebens, wo das Geld richtig wichtig gewesen wäre und natürlich auch eure Freundschaft, Partnerschaft, wie auch immer, dann danach kaputt gegangen ist. Und du dann daraus gelernt hast für dich, okay, ich leihe nie wieder jemandem Geld. Jetzt lernen wir beide uns kennen. Und unsere Beziehung ist super, wir haben eine tolle Freundschaft, auch Vertrauen, und so 2-3 Jahre gehen ins Land. Und dann frage ich dich plötzlich an einem Tag, ob du mir kurz Geld leihen kannst. Das kann für eine Kleinigkeit sein, es kann was Größeres sein, ob du mir was vorstrecken kannst. Und ich bin jemand, ich zahle das, was man mir gegeben hat, auch wieder zurück. Dein Ratio weiß das auch. Meine Frage an dich ist, hat sich jetzt unsere Beziehung verändert, weil ich dich jetzt nach Geld gefragt habe und du diesen emotionalen Trigger in dir rumträgst aufgrund der Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast? Die Antwort ist, glaube ich, eindeutig. Die Antwort ist, ja, etwas hat sich in unserer Beziehung verändert. Du kannst es gar nicht so genau benennen, aber irgendwie fängst du an, mir zu misstrauen. Sagen wir auch, du hast mir das Geld gar nicht geliehen. Und das ist genau der Punkt. Unsere Beziehung leidet jetzt darunter aufgrund einer Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast und die als Trigger in dir feststeckt. Und du dich dadurch dann vielleicht anfängst, mir seltsam gegenüber dich zu verhalten, und vielleicht geht unsere Freundschaft dann auch auseinander. Und warum? Nur aufgrund einer Erfahrung in der Vergangenheit. Und wenn du das jetzt so ein bisschen wirken lässt und dich mal fragst, okay, wie viel meiner Entscheidungen und Reaktionen auf Menschen sind wahrscheinlich gar nicht aus dem Hier und Jetzt gesteuert, weil ich den Menschen wahrnehmen kann, wie er ist, sondern aufgrund dessen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, dann würde ich tippen, dass wahrscheinlich, wenn wir nicht bewusst sind für die Trigger, und da gibt es viele Unbewusste und Bewusste, dass bestimmt 90% der Handlungen, die wir machen, und dessen, was wir über das Leben denken und über die Menschen, von unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit geprägt sind. Und das hat natürlich einen enormen Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden, auf uns als Führungskraft, als uns als Mensch in einer Partnerschaft oder als Elternteil oder in Beziehungen, also egal welche Art von Beziehungen. Und deswegen ist mir die heutige Folge wichtig, dass du einfach mit 5 Schritten dir mal einige deiner Trigger anschauen kannst und sagst, ah, okay, jetzt habe ich ein Mittel, womit ich das selber lösen kann. Und natürlich, Selbstcoaching geht immer nur bis zu einem gewissen Grad. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Besser ist es, wenn du jemanden hast, der ausgebildet ist darin und dich bei diesem Prozess begleitet. Weil wir sind ja auch oft clever und tricksen uns dann selbst aus. Und ein Trainer und ein Coach sieht Grenzen, die wir uns selber setzen, und hilft uns, diese zu überwinden. Dennoch kannst du diese 5 Schritte ausprobieren, und wenn du dann siehst, ah, ich komme hier gerade an eine Grenze, um meinen emotionalen Trigger zu lösen, dann schreib einfach einen Kontakt auf, Matthias, Christian, ich,
könnt ihr da wunderbar bei weiterhelfen. Aber check erstmal, wie diese 5 Schritte für dich funktionieren. Und ich will das an dieser Stelle sagen, dass Selbstcoaching eben seine Grenzen hat. Ich brauche auch jemanden, der mir bei solchen Sachen hilft, obwohl ich das ja auch anderen beibringe. Also ich kann es auch nicht für mich alleine hier zu Hause im Wohnzimmer lösen. Okay. Erstmal noch zum Hintergrund. Ein Trigger ist eine Emotion, die feststeckt. Weil in dieser Situation, beispielsweise mit dem Geld, hat das diverse Emotionen ausgelöst. Und diese Emotion steckt fest und konnte nicht in eine Information umgewandelt werden. Für mich, die ich nutzen kann, um dann Entscheidungen zu treffen und entsprechend zu handeln. Dass das Thema auch für mich gelöst ist. Und Emotionen designen ja unser Leben. Die Frage ist also, will ich mein Leben designt haben von Triggern, die ich nicht gelöst habe? Oder lieber nicht? Also meine Antwort darauf ist ganz klar, no. Ich will nicht von meinen Triggern, dass mein Leben bestimmt ist. Also widme ich mich der Sache. Und das ist ja immer der anstrengendste Punkt, bei sich selber hinzuschauen. Okay, wie kann ich jetzt eine emotionale Blockade, so einen Trigger lösen? Das kann eine Situation aus der Vergangenheit sein, wie ich die gerade beschrieben habe. Das kann aber auch sein, dass du zum Beispiel an eine Situation denkst oder an einen Menschen und dann kommen immer bestimmte Gefühle und Gedanken, die sich so im Kreis drehen, die du wiederkaufst und wo du nicht vorankommst. Das kann auch eine Prüfungssituation sein, wo du dann Angst hast und dann sagst du, oh, jetzt merke ich, diese Emotion blockiert mich hier. Ich kann nicht mehr lernen, ich bin irgendwie gelähmt. Und der allererste Schritt, den du machen kannst, insgesamt gibt es 5, ist, dass du sagst, okay, für dich ganz klar hast, was genau fordert dich heraus? Welche Situation? Oder welcher Trigger ist es? Wenn du so konkret wie möglich für dich beschreiben kannst, ah, ich habe da diese Situation mit der und der Person, es kann auch ohne Person sein, dir ein ganz klares Bild davon zu machen, okay, hier bin ich emotional getriggert. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, was möchte ich denn stattdessen eigentlich in dieser Situation denken oder fühlen? Über mich oder über diese Person? Weil ich habe ja hier das, wie es ist und ich habe hier das, wie ich es gerne hätte. Schritt 2. Was möchte ich denn stattdessen lieber? Dass ich auch ein Ziel habe, woran ich arbeite. Und der dritte Schritt ist zu sagen, okay, jetzt denk konkret an diese Situation oder Person. Wo bist du da? Wie verhältst du dich? Was genau sagst du oder denkst du über dich, über den anderen? Und natürlich, wie fühlt sich das an, dass du es richtig konkret machst? Und wenn du so für dich sitzt und daran denkst, dann wird dein Blick wahrscheinlich schon automatisch irgendwo hinwandern. Und jetzt kommt's. Jetzt machst du dir das bewusst. Du denkst an die Situation und du merkst, wo du schon so hinstarrst. Ist das geradeaus, irgendwo in den Raum? Fixierst du gerade irgendeinen Punkt, weiter hinten oder vorne? Guckst du eher nach oben oder guckst du eher nach unten? Weil es ist wissenschaftlich untersucht worden, dass in solchen emotionalen Triggermomenten die Erinnerung mit der Blickrichtung gespeichert ist. Das heißt, wenn wir in dem Moment in eine bestimmte Richtung geschaut haben und dann jetzt in der Situation, wo wir die uns wiederholen, wieder in diese Richtung schauen, wird die Erinnerung aktiviert und das Gefühl dazu. Und da brauchst du nur dich selbst zu beobachten. Wo guckst du gerade hin? Und dann fixiere diesen Punkt. Und dann bist du nämlich in Schritt 4 angekommen. Guck dir diesen Punkt an, wo auch immer du gerade dann hinschaust und dann scanne gleichzeitig in deinem Körper, wo steckt die Emotion, wo steckt das unangenehme Gefühl und beschreib es dir selber, wie fühlt sich das an? Ist es eng, ist es weit, ist es warm, ist es kalt und lokalisiere das richtig im Körper, sitzt es im Hals, sitzt es im Oberkörper, Bauch? Ist es eine Schwere in den Händen oder in den Beinen? Scan das. Und ganz allein dadurch, dass du es fühlst, daran denkst und gleichzeitig dich selber scannst dabei, passiert etwas in deinem Gehirn.
Und zwar richtest du deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf mehrere Dinge gleichzeitig. Und alleine dadurch, bifokale Aufmerksamkeit nennt man das, passiert der Prozess des Verarbeitens der Emotionen in deinem Körper schon automatisch. Und das ist der fünfte Schritt. Bleib mit diesem Augenblick. Guck dahin, fühl das und beobachte das gleichzeitig. In dem Augenblick werden weitere Bilder hochkommen. Gedanken, die Situation wird sich verändern. Das Gefühl wird sich verändern. Und dann atme und schau einfach immer wieder, was passiert gerade. Was passiert gerade mit dem Gefühl? Und zwischendurch als Warnung vorweg kann das Gefühl stärker oder schlimmer werden. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist einfach, hey, da kommt was in Bewegung in dir. Und immer ist wichtig, dass du diesen Fokus auf das Innen und Außen gleichzeitig hast. Ich gucke woanders hin, beobachte mich in meinem Körper und check immer wieder mit mir ein. Und was dann passiert, wie lange das auch immer dauert, das kann nach 10 Minuten vorbei sein, nach einer halben Stunde, immer wieder mit dir selbst einzuchecken. Und dann spürst du irgendwann, wird sich das Gefühl wie so aufgelöst haben. Dann wird eine Leichtigkeit kommen, vielleicht auch eine Freude. Und dann kannst du das auch für dich checken, indem du versuchst, immer wieder so an die Ursprungssituation zu denken oder an den Menschen. Und du merkst, krass, ich komme so gar nicht mehr so richtig an dieses Gefühl ran. Und dann weißt du, du hast deinen emotionalen Trigger gelöst. Und wenn du da noch Unterstützung brauchst, bitte, nimm einfach Kontakt mit uns auf. Das sind 5 Schritte, wie du es selber machen kannst. Aber es gibt natürlich auch Situationen im Leben, die sind viel, viel tiefgreifender. Die haben uns viel, viel tiefgreifender geprägt und getriggert. Da ist meine Herzensempfehlung auf jeden Fall, das nicht alleine zu machen, sondern dir jemanden zu suchen, der darin ausgebildet ist, einen Coach, emotionale Trigger mit dir zu lösen. Zum Beispiel M-Trace ist ein super Verfahren, gelernt von Dirk Eilert in Berlin, wer darin ausgebildet ist, dich dabei zu begleiten. Dass du einfach weißt, hey, da ist noch eine Person mit dir, die dir Sicherheit gibt. Gerade wenn es emotionale, richtig krasse, schwere Themen sind, wo du sagst, nee, alleine besser nicht. Dass du einfach jemanden hast, der einen sicheren Rahmen gibt und dich da durchführen kann. Und wenn du leichtere Sachen hast, wo du sagst, Mensch, ich will einfach nur diese Person nerven, ich will das gelöst haben, dann probier die 5 Schritte. Und ich freue mich natürlich wie immer über deine Bewertung und wenn du die heutige Folge teilst. Und bis zur nächsten Podcast-Folge, wenn du wieder reinschaltest und es heißt, raus aus deinem Kopf.